Also, das Abriegelungsduell. Er wollte uns zu den Profis schicken. Nein. Dieser Hut. Ist das schon wieder M. Bison? Ist das schon wieder Mr. Bison? Nach seinem Duell gegen Bolt Tanner ist Yusei unglücklicherweise dem Leiter des Instituts in die Arme gelaufen, Herrn Armstrong. Das ist doch wieder so ein Bison. Ach, nicht ganz. Nicht ganz. Aber kommt dem nahe. Kennt ihr den von Street Fighters? Den Bison, den meinte ich. Bison. Direktor Armstrong. Ich habe in Tanners Zelle eingeschmuggelte Zeitschriften gefunden. Ihr wisst alle, dass das gegen die Regeln ist. Aber ich weiß auch, dass ihr die nicht alle nicht alleine besorgt haben könnt. Seine Helfer haben eine Stunde Zeit, um sich zu stellen. Danach werdet ihr alle zur Verantwortung gezogen. Und das gefällt euch nicht? Nun, dann solltet ihr schnellstmöglich herausfinden, wer ihm zur Hand gegangen ist. Wenn ich in euren Schuhen stecken würde, ihr nichtsnutziges Pack, dann würde ich als erstes seine Freunde befragen. Es ist ja gar nicht notwendig, dass alle darunter leiden. Tanners Freund muss sich einfach nur stellen. Und wenn nicht, dann habe ich überhaupt kein Problem damit, euch alle permanent wegzusperren. Wird sich der Yussi jetzt einfach freiwillig melden? Seid doch mal realistisch. Gibt es etwas, was du mir sagen willst, Grünschnabel? Es gibt gar keine Zeitschriften, das wissen wir doch beide. Keine Zeitschriften, hä? Also bestrafe ich denn einfach nur so, weil ich Lust dazu habe, oder was? Ja, ich weiß nicht, was das hier soll, aber ich weiß, dass Tanner nichts Unerlaubtes zu tun würde. Du missbrauchst deine Autorität, Armstrong. Ich werde nicht zulassen, dass du mich vor allen anderen hier beschuldigst, nicht fair zu handeln. Aber weil ich euch zeigen will, dass man mit mir reden kann, werde ich zulassen, dass du hier ein Duell mit mir austrägst, wo alle uns sehen können. Und wenn du gewinnst, dann ist Tanner aus dem Schneider. War nicht Regel Nummer 1 in diesem Gefängnis, dass man hier keine Karten reinbringen darf und dass man hier keine Duelle ausführen darf? Ist das jetzt, ist das sowas wie jetzt, eine Fangfrage oder eine Falle? Wenn ich sage, ja, okay, wir duellieren und ich packe meine Karten aus, sagt er, haha, nehmt ihn fest. Also noch fester. Einzelhaft, keine Ahnung. Hä? Kannst du doch nicht sagen, hier sind keine Duelle erlaubt und dann kommt er auf dich zu, der Direktor, und sagt, los, Duell! Okay. Bin mal gespannt, was jetzt passiert. Aber wenn ich das Duell gewinne, dann wird niemand außer mir weggesperrt. Das ist doch mal ein Wort. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Du kannst nicht gegen ihn antreten. Du hast doch nicht mal ein Deck. Und falls du gehofft hast, dass du meines nehmen kannst, nun, das hat das Chief vorhin eingesteckt. Ja, und er hat auch meine weggenommen. Meine Lieblingskarten. Nein! Gott sei Dank. Gott sei Dank sind die Chronokarten weg. Zum Glück hatte Yusei beim Duell gegen Herrn Armstrong mit Hilfe der anderen Insassen noch ein Ass im Ärmel. Ah, er hat jetzt von allen Insassen so ein paar Karten geschnappt und baut jetzt einfach irgendwas kreuz und quer, was keine Synergie hat. Super. Spulen wir nun zu dem vor, was später am Abend noch passiert ist. So, da ist er. Die kleine Rotznase mit dem großen Maul. Und ich hatte gedacht, du machst noch einen Rückzieher. Oh Gott. Höchststrafe. Mit Weevil Underwood in eine Zelle. Das wär's. Nee, aber wirklich, ich frag jetzt schon zum dritten Mal, weil du jetzt Weevil anbringst. Lebt Weevil hier überhaupt noch? Oder lass mich die Frage anders formulieren. Zu welcher Zeit spielt das hier und in welchem Land? Also ist zwischen dem Original Yu-Gi-Oh! Und GX und diesen 5Ds, ist da irgendwo ein Zeitsprung? Ein Timeskip? Oder spielt das alles ungefähr zur gleichen Zeit? So hintereinander gesehen halt.
Ah, Mist. Das würde mich mal wirklich interessieren. Zu was für einer Zeit spielt das hier? Die Technologie wirkt fast ein bisschen so. Oder allgemein wirkt das wie so eine dystopische Zukunft, in der die meisten Leute in den Slums leben und da nicht raus dürfen. Und die reichen Leute, die leben halt in den schönen Städten. Und wenn dann so armes Pack in die Stadt kommt, werden die direkt weggesperrt. Das klingt für mich so wie eine dystopische Zukunft. Irgendwas Schlimmes ist passiert und irgendwelche, keine Ahnung, richtig, richtig schlechten Leute sind jetzt hier an der Macht. Keine Ahnung, also ich würde es gerne mal wissen, was zum Teufel ist hier los? Schließlich ist dir nicht erlaubt, hier ein Deck zu haben. Und du brauchst ja ein Deck, um zu duellieren. Da du also mit leeren Händen kommst, gewinne ich. Ganz ohne Kampf. Jetzt schafft ihn mir aus den Augen. Ich habe ein Deck. Genau hier. Was zum... Wo hast du diese Karten gefunden? Du hast es einfach noch nicht begriffen. Für dich sind wir nur ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig verraten. Das stimmt aber nicht. Die haben mir ihre Karten geliehen, damit ich gegen dich antreten kann. Also gut. Auch wenn du die Regeln brichst, bin ich bereit, meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Wachen! Bereitet die Duel Desks vor. Es ist Zeit für ein Duel! Und ich verliere noch meine Stimme hier. Oh. Booyah-Chaka, jetzt bin ich mal gespannt, was der da zusammengebastelt hat. Mit random Karten der anderen Insassen. Direktor Armstrong. Oh, fuck my life. Dreihörniger Drache, what the fuck. Eisenkettenmechaniker, Grabwächterdiener. Oh. Mich verarschen. Gemeinsam sind wir stark. Das ist ganz gut. Matatza der Sepper. Diese Karte kann während jeder Battlephase einen zweiten Angriff durchführen. Die Kontrolle über diese offene Karte auf dem Spielfeld kann nicht wechseln. Wenn man das mit ein paar Tokens kombinieren kann, dann kann der ganz, ganz schnell ziemlich stark werden. Also, die hat ganz schön Bums, du. Wenn diese Karte erfolgreich als Spezialbeschwörung beschworen wurde, kannst du sie mit einer passenden Ausrüstungszauberkarte aus deinem Friedhof ausrüsten. Das ist auch ganz lustig. Umkehr-Ratespiel. Lege alle Karten in deiner Hand und auf deiner Spielfeldseite auf den Friedhof. Nenne den Kartentyp, Monster, Zauber oder Falle, der obersten Karte deines Decks. Wenn du richtig vorausgesagt hast, tausche deine Lifepoints mit den Lifepoints deines Gegners. Das ist so eine typische Joey Wheeler-Karte. Einfach nur Glück und kein Verstand. Oh Gott. 7 Werkzeuge des Banditen. Wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, zahle 1000 LP, annulliere und zerstöre. Wenn diese Karte ein Monster durch Kampf zerstört, füge deinem Gegner 300 Schaden zu. Einmal pro Spielzug kannst du ein Eisenkettenmonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof beschwören. Außer genau die Karte. Wenn du dies aktivierst, kannst du nicht angreifen. Dein Gegner muss die oberste Karte von seinem Deck auf den Friedhof legen, um mit einem Monster angreifen zu können. Also, der bekommt ja durch die Karte quasi selber schon die 800, ne? Durch sich selbst. Also landet der schon mal bei 2100. Ist doch schon mal ganz okay, ne? Das heißt, ich könnte mal hier die Fallenkarte legen. Und würde dann tatsächlich das auch machen mit dem hier, weil er sogar zweimal angreifen kann. Dann gucken wir mal.
Was? Was? Warum konnte der die aktivieren? Ich hab doch... Warum konnte ich meine 7 Werkzeuge nicht aktivieren? Wenn eine Fallenkarte aktiviert wird, zahle 1000 LP, annulliere die Aktivierung. Warum wurde ich nicht mal gefragt? Ich kann das erst eine Runde später benutzen? Seit wann ist das denn so? Fuck. Ich dachte immer, man kann die dann sofort aktivieren. Deshalb habe ich das extra hingelegt als diese geile Kombi. Jetzt ist die Kombi im Arsch. Oh, fuck my life. Herrlich. Ob ich die teuflische Kette noch irgendwie deaktivieren kann, weiß ich nicht. Teufel. Was? Was? Was hat er gemacht? Während deiner Main Phase kannst du ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, mit dieser Karte ausrüsten. Das Monster verliert 800 Second Defense. Wenn es durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, legt sein Beherrscher die obersten Karten in Höhe seiner Stufe von deinem Deck auf den Friedhof. Oh. Diese Karte verbleibt für 2 Spielzüge deines Gegners auf dem Spielfeld. Solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann kein Monster angreifen. Will ich gerade nicht unbedingt. Ich kann den hier legen, ne? Und dann die Zauberkarte vom Friedhof draufklatschen. So viele ich will oder nur eine? Mit einer passenden Ausrüstungszauberkarte. Also würde ich dann natürlich wieder die hier nehmen, ne? Könnte auch die hier nehmen, aber die ist blöd. Die hier nehmen wir. Also Zombie. Ach, als Spezialbeschwörung. Nur wenn man es als Spezialbeschwörung macht. Ich hab's nicht richtig gelesen. Oh! Na dann. Dann machen wir das. Dann machen wir das so. Ah, fuck my life, Alter. Spezialbeschwörung. Wie soll ich denen den Live-Punkt-Schaden zufügen dann? Keine Ahnung. Aber ich schätze, ich kann gleich den großen Horndrachen legen und dann kann ich draufhauen. Schätze ich mal. Schön. Was macht der für ein Mist? Höre doch auf damit! Hör doch einfach auf damit, ey. Thank you.
jetzt noch, ob das jetzt schief geht. So, was muss ich jetzt angreifen? Am besten den hier, ne? Gleich ein bisschen Schaden mitmachen. Okay. Er hat ja keine Karten mehr auf der Hand. Also er zieht jetzt immer nur noch eine dazu. Wenn er jetzt nichts Brutales hinlegt. Ach nein, die Schlange! Diese verfickte Schlange! Ach Gott sei Dank. Ich dachte, er rüstet sie aus. Ich dachte, er rüstet sie aus. Er hat sie bloß beschworen, um sie wieder zu opfern. Oh, das wäre es jetzt gewesen. Hätte die Schlange hier drauf gelegt. Mehrfach vielleicht. Aktiviere einen dieser Effekte. Du erhältst 1200 LP oder Gegner 800 Schaden. Was ist denn das für ein dreckiges Mistdeck? Wer denkt sich denn sowas aus? Alter Schwede. Scheußlich. Ich würde so gern diese Fallenkarte zerstören. Aber wie? Du hast Flip-Effekt? Okay. Hat sich selbst geopfert, okay. Interessant. Das sieht für mich fast so aus, als hätte der jetzt eine Spiegelkraft, dass er die extra offen hinlegt und will, dass ich angreife. Aber was soll ich machen? Ich muss angreifen. Ich kann die Spiegelkraft deaktivieren übrigens, also das ist nicht das Problem. Wähle eine Zauberkarte vom Friedhof deines Gegners. Bis zum Ende des Spielzugs kannst du diese Zauberkarte verwenden, als ob sie in deiner Hand wäre. Wenn du sie aktivierst, erhältst du 2000 Punkte Schaden. Hier? Naja. Was für eine Zauberkarte von ihm würde mir denn was bringen? Nichts hat er hier. Okay. Ich würde jetzt angreifen. Ich habe Herzrasen. Ne? Also ich habe gerade so übelstes Herzrasen. Ich denke mir so, scheiße, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Es passiert nicht viel auf dem Bildschirm, aber ich habe Panik. Ja, das mache ich dann, wenn ich es brauche. Die ist eine Insta. Ja, Blitz. Schnellzauber. Kann ich dann jederzeit machen, wenn es nötig ist. Könnte sein, dass ich ihn jetzt hab, du. Staubtornado, die kenne ich zum Glück noch. Also, wenn jetzt nichts schief geht. Das ist spannender, als ich dachte.
Weil das Deck total scheiße ist. Komm schon. Was macht der? Handzerstörung ist aktiviert, die Kette, der Kette was hinzufügen. Jeder Spieler legt zwei Karten von seiner Hand auf den Friedhof, dann zieht er zwei Karten. Ja, was hinzufügen? Ich möchte auf jeden Fall... Warum kann ich den nicht aktivieren? Warum konnte ich die jetzt nicht von der Hand aktivieren? Ich wollte die von der Hand aktivieren, weil es eine Schnellzauberkarte ist. Warum ging das nicht? Ich wollte sie aktivieren. Also ich aktiviere sie jetzt, nachdem ich sie jetzt runterlege, durch den Staubtornado-Effekt. Aber eigentlich hätte ich sie doch noch vorher aktivieren können müssen. Komischerweise. Stehe ich gerade nicht so richtig. Warum kann ich die nicht aktivieren? Ist doch Schnellzauber. Aber es liegt doch jetzt auch auf dem Feld. Und Schnellzauber geht immer von der Hand, kenne ich so. Also wir haben früher immer so gespielt, Schnellzauber machst du von der Hand. Soweit ich weiß. Aber das letzte Mal, dass ich Yu-Gi-Oh! Mit echten Karten gespielt habe, ist vor 15 Jahren gewesen oder so. Keine Ahnung. Verstehe ich gerade nicht. Meiner Meinung nach gehen Schnellzauber immer. Hör mal bitte auf hier, wirklich. Also, ich aktiviere erstmal, ich möchte ein paar LP haben. Oder? Ne, warte mal. Könnte ich ihn auch töten? Während der Schadensberechnung, wenn du gleich 2000 oder mehr Kampfschaden erhältst, erhältst zuerst 4000 LP, das ist auch nicht schlecht. Ich möchte jetzt eine Zauberkarte von dem benutzen. Ich tendiere entweder zum mystischen Raumtaifun, damit ich die da vernichten kann. Ich weiß nicht, was es ist. Ich will gar nicht wissen, was es ist. Ich will es einfach nur vernichten. Oder zu der, wo man zwei abwirft und wieder zwei zieht. Vielleicht kann ich da was Gutes rausholen. Aber ich tendiere zum Raumtaifun. Einmal pro Spielzug kannst du bis zu zwei Zauberkarten in deinem Friedhof aus dem Spiel entfernen. Diese Karte erhält bis zum Ende des nächsten gegnerischen Spielzugs 300 Attack für jede. 2000 hätte er dann. Ja Leute, komm, wir machen das jetzt. Raumtaifun. Yeah.
Dann aktivieren wir den Raumtaifun. Zerstören die da. Was war es? Was war es? Es war noch eine Handzerstörung, naja gut. Aber sicher ist sicher, man weiß nicht. Am Ende liegt dann eine Mirror Force und sowas und dann ist man richtig am Arsch, ne? So, dann kann ich mich jetzt noch einmal heilen. Einfach nur so, aus Lust und Laune. Oder den Gegner schaden. Heil mich lieber. Und jetzt spiele ich den hier. Aktivieren. Zwei Karten entfernen. ...2000 Attack. Battleface. Ja, Battleface. Drache drauf. Und go. Uff. Alter Schwede, mit dem Deck geschafft. Er hat gewonnen, er hat gewonnen. Ja. Das habe ich auch nie bezweifelt. Ab in die Zelle mit ihm. Aber was ist mit unserer Abmachung? Es gibt keine Abmachung. Nehmt ihn mit. Arschloch. Was für ein Drecksack. Das sehe ich anders, Armstrong. Ich habe mir das ganze Duell angeschaut und ich denke, der Einzige, der jetzt mitgenommen wird, bist du. Goodwin? Sir? Das Institut kann nicht effizient geführt werden, wenn zwischen den Wachen und den Insassen kein Vertrauensverhältnis besteht. Pack deine Sachen, Armstrong. Du bist gefeuert. Hä? Wer sind die denn? Wer sind die beiden Mädels? Wo kommen die jetzt her?